Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Formalitäten erfolgt, alles seine Richtigkeit hat? Eines wird bei Pro Evo 2017 schnell klar. Der Kommentar ist auch in diesem Jahr wieder zum Abschalten. Vor einem Revierderby müssen die Ansagen einfach mitreißender ausfallen. Dafür kann sich die restliche Präsentation durchaus sehen lassen. Der Einmarsch der Spieler wird schön inszeniert und die Fans sorgen für Atmosphäre. Diese Partie ist aus deutscher Sicht allerdings auch schon das Highlight. Denn zusammen mit Leverkusen gibt es nur 3 Teams aus der Bundesliga. Sogar der FC Bayern fehlt. Ein herber Rückschlag für Konami im Kampf um lukrative Lizenzen. Die vorhandenen Spieler allerdings sind sehr detailgetreu modelliert. Die Gesichter von Götze, Reus oder Hüntelaar wirken ziemlich authentisch. Auf dem Spielfeld setzt Pro Evolution auch diesmal wieder hohe Maßstäbe. Die Entwickler haben nämlich bei der Spielmechanik an den richtigen Schrauben gedreht. Die Spielgeschwindigkeit wurde minimal gedrosselt, trotzdem lässt sich das Tempo schön variieren. Erstmal braucht es einen ordentlichen Spielaufbau, bei dem sich die Flachpässe gut dosieren lassen. Geht es dann Richtung Strafraum, schlägt die KI clevere Laufwege ein. Jetzt nimmt der Angriff Fahrt auf. Dann noch eine präzise Hereingabe, ein kontrollierter Abschluss und schon jubelt das halbe Ruhrgebiet. Für die gravierenden Neuerungen schauen wir erstmal ins Taktikmenü. Hier verstecken sich unter erweiterte Anweisungen die neuen Spezialtaktiken. Man kann zum Beispiel Außenverteidiger zwecks Überzahl ins Mittelfeld schicken. Oder man fokussiert das Angriffsspiel auf Flanken in den Strafraum. Die falsche 9 und Tiki-Taka gehören auch dazu. Wir aber aktivieren gerade die offensiven Außenverteidiger, so wie es Jogi Löw mit Deutschland bei der EM probiert hat. Hier seht ihr, dass aus der Viererkette durch die Spezialtaktik eine Dreierreihe wird. Khedira postiert sich zwischen Hummels und Boateng. Die Außenverteidiger stehen nun deutlich offensiver. Nun bekommt Hector den Ball. In der Zwischenzeit läuft der zweite Außenverteidiger Kimmich auf der anderen Seite in den freien Raum und ist anspielbar. Mit solchen Taktiken bekommt die Spielmechanik noch einmal deutlich mehr Tiefgang. Für die Defensive gilt übrigens das Gleiche. Hier verliert der FC Liverpool den Ball, doch im gleichen Moment jagen alle roten Spieler in der Nähe schon wieder der Kugel hinterher. Das sind die Auswirkungen der Option Gegenpressing. Jürgen Klopp würde bei diesem Anblick an der Seitenlinie jubelnd die Fäuste ballen. Sogar bei Eckbällen gibt es in diesem Jahr mehr Tiefgang. Mit dem Steuerkreuz stehen 4 Optionen zur Wahl, zum Beispiel die Sprintvariante. Dabei versammeln sich alle Spieler des Teams am Strafraumrand, um dann gemeinsam Richtung Tor zu laufen. Dann muss nur noch die Flanke an der richtigen Stelle landen und der Kopfball sitzen. Das ging leider knapp daneben. Auf dem Spielfeld hat sich also einiges getan. Bei dem Modi sind die Neuerungen stattdessen überschaubar. In der Meisterliga zum Beispiel gibt es kleine Änderungen wie ein getrenntes Budget für Ablösesummen und Gehälter. Ihr seht es am oberen Bildrand. Damit weiß man sofort, ob ein Spieler erschwinglich ist oder nicht. Emre Can könnten wir uns gerade so leisten. Er hat auch schon bei den Persönlichkeitswerten unten in der Mitte einiges vorzuweisen. Diese Attribute verfeinern die Spielerprofile. Der Modus Werde zur Legende ist leider immer noch eine ziemlich trockene Angelegenheit. So findet das Training in solch einem sterilen Menü statt. Minispiele wären da doch mal eine Alternative. Und wir können unseren Trainer zwar nach bevorzugten Positionen fragen, ansonsten ist die Kommunikation mit dem Coach aber kaum vorhanden. Es gibt keine taktischen Anweisungen oder Erklärungen, warum man nach einer guten Leistung plötzlich auf der Tribüne sitzt. Wird man aber doch aufgestellt, spielt Pro Evo erneut seine Stärken aus. Auf dem Platz ist die Solo-Karriere ziemlich spannend und vielfältig. Und das liegt einmal mehr an der tollen Spielmechanik. Die KI-Kicker zum Beispiel machen einen guten Job und spielen fleißig ab. Und falls nicht, kann man mit der R2-Taste nachhelfen. Dank der realistischen Ballphysik gibt es hier immer wieder neue Situationen. In diesem Match muss unbedingt ein Tor her, also wird der Treffer einfach mit aller Macht erzwungen. Unser Profi stolpert und drückt sich durch die Abwehr rein. Auch das gehört zum Fußball. Im Online-Modus haben wir uns ebenfalls getummelt. Die Modi ähneln dabei stark denen aus dem Vorjahr. Es gibt Ligen mit 10 Saisonspielen, Pokalwettbewerbe und MyClub, bei dem mit virtuellem oder echtem Geld ein Team aufgebaut wird. Die Matches liefen bei unserem Test zwar flüssig, viele Pro Evo-Spieler berichten in Foren aber von Rucklern und Verzögerungen, gerade bei der PC-Version. Dass ich hier freiwillig mit Bayer Leverkusen antrete, hat übrigens einen Grund. In der Online-Liga bekomme ich umso mehr Punkte, je schwächer mein Team ist. Und natürlich macht es jede Menge Spaß, Star-Truppen wie Madrid ein Schnippchen zu schlagen. Die Frage ist nur, ob ihre Gegenspieler darauf reinfallen. Bisher haben wir die PS4-Version gesehen, jetzt begutachten wir die Xbox One-Fassung. Grafische und inhaltliche Unterschiede gibt es kaum. Nennenswert ist höchstens der Editor.
Dabei lassen sich in diesem Jahr Bilder importieren, also Clubwappen oder Trikots. Das allerdings funktioniert nur auf PS4 und PC, auf der One leider nicht. In allen Versionen gleich merkwürdig sehen übrigens die Replays aus. Achtet mal darauf, wie unscharf die Bewegungen aussehen. Vor allem der Ball zieht mächtig Schlieren. Auf dem PC gibt es das alte Dilemma. Die Grafik ist nicht mit PS4 und One auf Augenhöhe, schon gar nicht besser, sondern nur eine Portierung der antiquierten 360-Version. Rein spielerisch hat PES auch hier eine hohe Wertung verdient, eine optische Generalüberholung ist aber schon seit Jahren überfällig. Das ist besonders schade, weil Pro Evo 2017 in allen Versionen auf dem Spielfeld ganz hohe Maßstäbe setzt. Die Konkurrenz wird sich mächtig anstrengen müssen.